so unfassbar viele Referenzen und so weiter. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Jules das macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die 9-Euro-Ticket-Abenteuer von Jules, der immer sehr, sehr gute Videos macht. Und das Video soll bis jetzt sein Meisterstück sein. Und ich habe es noch nicht geschaut. Es geht eine halbe Stunde. Ich habe es selber noch nicht geschaut. Und soweit ich gesehen habe, falls übrigens gerade Kata zuschauen oder ne, irgendwer, ich weiß, ob er schon einen gefunden hat, aber ich glaube, ich habe zwischendurch mitbekommen, dass der Jules gerade einen Kata sucht. Und ich glaube, die Ansprüche sind hoch. Ja, also nur falls er mit Interesse hat, habe ich zwischendurch mitbekommen. Ich weiß nur nicht, ob er schon inzwischen einen gefunden hat. Ich habe es nur auf Twitter gesehen oder so. Ich kriege die Infos von überall immer rein in den Kopf und dann kann ich hinterher nicht sagen, wo ich was aufgeschnappt habe, aber ich habe aufgeschnappt, dass Jules einen Cutter sucht aktuell. Dann 9-Euro-Ticket-Abenteuer. Ich weiß, ob einer von euch das 9-Euro-Ticket benutzt hat. Ich habe es leider nicht benutzt, weil ich einfach gar nicht unterwegs war. Ich war eine Weile lang nur zu Hause. Ja, mein Ticket hat 0 Euro gekostet. Mein Ticket war mit einem Bürostuhl in der Gegend rumrollen und abends ins Bett gehen. Das war auch mein Workout aktuell. Mal schauen, ich bin gespannt. Weiß nicht genau, was uns erwartet. Hab's nur verkauft. Oh, okay. Aber ich sehe gerade, wollte es nutzen, kam praktisch nicht dazu. Ich habe über die 3 Monate sehr viel genutzt. Ich fand das fürchterlich als Berufspendler. Ja gut, auch das verstehe ich. War mega geil, das Ticket. Ja, alle 3 Monate. Okay. Fahrrad war angesagt. Mein Ticket heißt Tankstelle. War dein Bürostuhl auch maßlos überfüllt? Er könnte Lehrer sein. Er könnte etwas Lehrer sein. Na gut, okay. Wir gehen mal rein. 9-Euro-Ticket-Abenteuer. Mal gucken, was uns erwartet. Bam. 2022. Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Alles klar. Die zu groß für sie sind. Ja, Street Fighter. Haltet die Stellung! Wir befinden uns im Jahr 1995. Ach so. Alle Menschen sehen so aus, als würden sie im heutigen Berlin wohnen. Mein Nachbar Totoro ist der angesagteste Kinderfilm, der im Fernseher läuft. Und Technik befindet sich, wir sagen mal, in einer Findungsphase. So sieht das neueste Gerät aus. Auch Gaming ist angesagt wie noch nie zuvor. Und die neue ultra-realistische... Ich schwöre, die 90er waren eigentlich ganz cool. Warum kommen die hier nicht so gut weg? Die 90er waren cool, ich schwör's. Die Grafik lässt Kinder vor den Konsolen ihr Herz aufgehen. Nintendo 64 kommt. Super realistische Grafik. Die Deutsche Bahn. Auch da. Die 90er waren cool. Damals schon relativ unpünktlich. Die Verspätung stolze 17 Minuten. Führt ein sogenanntes schöne Wochenende-Ticket ein. Für unschlagbare 15 Mark kann man mit 5 Personen 2 Tage lang überall in Deutschland hinreisen. Und wie zu erwarten, stürmten daraufhin Millionen von Menschen auf die Zugverbindungen, um irgendwie an einem schönen Fleckchen Erde ihren Urlaub zu genießen. Das Dosenbier haben sie sich mitgebracht. Überall sitzen junge Leute auf dem Boden. Der Suchtnetz ist im Moment keine Verbindung. Ist das nicht das neue Nokia? Also ja, Rechner raus und nach einer Alternative gesucht. Oh. Mann, das ist Windows 3.1. Hör auf jetzt, Schulz. Unsere Arbeit mal in vollen Zügen genießen, ja. Ich kann jede Pfeife nachpfeifen. Das Ticket wurde über die Jahre dann immer teurer, bis es dann 2019 komplett abgeschafft wurde. Und ein Jahr später kam Corona. Überall ploppten diese komischen Zeichen über den Köpfen der Menschen auf und jeder lief plötzlich mit dick gepanzerten Anzügen rum, um sich vor dem sofort tötenden Virus zu schützen. Mein Sohn fängt an grün zu leuchten, meinte er hat Corona. Vielleicht sollten wir auf die Türme schießen mit der gefährlichen 5G-Strahlung oder sie am besten gleich alle abfackeln. Ich bin zwar im 2. Monat vom Lockdown, aber ich werde dieser Zwiebel widerstehen. Toilettenpapier wurde plötzlich so selten in den Märkten wie schwarze Materie. Ich kann eh nicht krank werden, denn ich habe die Anti-Corona-Matratze. Und wie wär's, wenn wir die Klopapierpakete horten und dann für viel Geld auf eBay anbieten. Verkaufe ein einziges Klopapier. Ja, das sind halt alles eben so Dinge, die man während einer Pandemie so macht. Zusammengefasst, die komplette deutsche Wirtschaft ist ausgelastet. Und dazu stiegen dann noch 2022 die Energiepreise. Und doch dann kam die deutsche Regierung auf eine geniale Idee, um den Bürgern zu helfen. Dem 9-Euro-Ticket.
Für die 3 Monate von Juni bis August soll man für nur 9 Euro jeden Regional- und Nahverkehrszug benutzen dürfen. Das Ticket sollte den Bürgern finanziell etwas unter die Arme greifen und als Belastungstest für die Deutsche Bahn dienen. Und zu zeigen, was der ÖPNV alles kann. Und vor allem sollte das 9-Euro-Ticket eines, und zwar ein Anreiz für die Autofahrer sein, um endlich mal etwas mehr mit dem Zug zu fahren. Und aber das hat funktioniert, oder? Also die Leute sind ja auf jeden Fall mehr Zug gefahren und die Straßen waren ja auch viel leerer. Das hat also eigentlich funktioniert. Aber die Frage ist, was ist denn das Ergebnis des Tests jetzt? Man wollte Belastungstest machen, man wollte gucken, ob man Autofahrer irgendwie weg. Was ist denn das Ergebnis jetzt im Nachhinein? So, was hat man denn daraus, das 49-Euro-Ticket? Das Ergebnis ist eigentlich, das 9-Euro-Ticket hat funktioniert und wir machen es nicht mehr. Wir machen jetzt das 49-Euro-Ticket. Ja. Weniger den Straßenverkehr zu nutzen. Tatsächlich eine ziemlich gute Idee, um etwas für das Klima zu tun. Jedoch gibt es dafür auch andere Methoden. Denn Deutschland wird zu derselben Zeit von einer großen Welle an Klimaprotestanten getroffen. Und ich will hier jetzt kein politisches Fass aufmachen oder so. Ich sage nur, dass die Aktionen von Aktivisten manchmal verdammt lustig anzusehen sind. Seit Samstag sitzen 13 Wissenschaftler im Gefängnis. Schwarze Farbe an eine leere Wand werfen, mit orangenem Pulver ein paar Blumen zerstören. We're asking the government. Gebt der Oma eine Gehaltserhöhung. Rote Beetesaft eine Treppe runterschütten, einen Teller mit Obst fallen lassen. Damn, Bro, that's crazy. Sich in einem Öltransporter festkleben, nur um danach zu bemerken, dass in dem Transporter eigentlich nur harmloses Speiseöl transportiert wird. Yeah, but that's cooking oil. Wir haben nicht genügend Steine, my lord. Mit Fahrrädern auf einem Flughafen rumfahren. Kerle. Können wir die nicht einfach überfahren? Nee, kann ich leider so nicht akzeptieren. Sich selber auf die Straße kleben und dann wochenlang mit einer Hand aus Beton rumlaufen. Etwas mit den schweren Händen. Also ganz kurze Frage, weil mich das interessiert. Also wirklich jetzt ganz neutral, objektiv gefragt. Wenn die sich an der Straße festkleben und dann wirklich halt den Teer an der Hand, also ne, wie hier im Bild quasi an der Hand haben. Wie wird man das los? Was muss dann gemacht werden, um das Ding loszuwerden. Es gibt Lösungsmittel dafür. Es gibt Lösemittel von der Polizei. Okay. Weil also die ja alle, ne, also nicht alle, aber weil ja so ein paar davon einfach da rausgeklinkt wurden und dann müssen sie mit dem Scheißding da rumlaufen. Okay, Lösungsmittel. Die Haut erneuert sich und es fällt irgendwann ab. Und wie ziehst du bis dahin dein T-Shirt aus? Und an? Schere, Stein, Papier. Mist. Wieder verloren. Seinen eigenen Protest ankündigen. Ich selbst werde jetzt am Freitag in den Sicherheitsraum des Berlin. Ich würde hingehen und die einfach vom Boden reißen, ist deren eigenen Schuld, wenn die sich festkleben. Ja, aber nur weil die sich festkleben, hast du kein Recht, Körperverletzung zu begehen. Das ist ein ganz weirder Take. Ganz weirder Take. Du hast einfach nicht das Recht dafür. Hast du einfach nicht. Doch. Nein, hast du nicht. Kannst du schmollen, wie du willst. Ja, du kannst auch sauer sein, du kannst auch empört sein, du kannst dich auch aufregen. Das ist dein gutes Recht. Aber Körperverletzung ist nicht dein gutes Recht. Nein. Einfach nein. Klimaterroristen. Oh geil, da liest jemand Bild-Zeitung. Wir haben wieder sehr gebildete Leute hier mit drin. Ja, das sind richtige, wow, ja. Oh boy. Berliner Flughafens gehen und damit dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Ich weiß natürlich, dass bei dem Thema die Gemüter erhitzt sind. Das weiß ich. Ja, also um Gottes Willen. Gronkh, was losgetreten? Ich habe gar nichts losgetreten. Ich klebe mich nirgends fest. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Sympathie empfinde. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, du darfst keine Körperverletzung begehen. Du darfst ihn auch nicht in den Kopf schießen, weil die sich da festkleben. Nein, das darf man nicht. Du darfst sie auch nicht aufessen. Du darfst sie auch nicht beißen. Nein, darfst du nicht. Ja, ich rede, das ist einfach völlig objektiv gemeint. Völlig objektiv. Ich habe nicht gesagt, dass ich Sympathie empfinde oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, du darfst es nicht. Kann man schmollen, wie man will, es hilft ja nichts. Flughafens gehen und damit dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Du hast aber lostreten gesagt. Tomatensuppe auf ein Gemälde von einer Blume werfen. Ich werde dich rächen, Mr. Van Gogh. Sich festkleben und danach die Kleberpackung in den Gulli werfen. What if you wanted to go to heaven? Oh, God said. Klimaschutzprotest. Hell no.
sich an einem Dirigentenpult festkleben und dann vor den Augen von tausenden Menschen einfach in einen Abstellraum getragen werden. Sich in einem Durchfahrtstor vom Bundestag festkleben, was gar nicht mehr verwendet wird. Oh shit, holt mich jemand ab. Oder... Okay, komm, ganz ehrlich, das ist schon sehr lustig. Es ist schon sehr lustig. Das ist einfach also teilweise... Ich weiß halt auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß halt auch nicht. Vielleicht, ja, ich habe nur eine Vermutung. Ja, vielleicht sind manche Aktionen ja gar nicht so richtig durchdacht. Ist jetzt nur ein Hot Take. Ich bin selber auch verunsichert. Ja, ich weiß nicht genau, wie lange die im Voraus geplant werden und so weiter. Aber manchmal habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, das, ja, manchmal nicht ganz so schlau vielleicht. Tag festkleben, was gar nicht mehr verwendet wird. Oh shit, holt mich jemand ab. Oder man sorgt dafür, dass Bahnfahren billiger wird und bewirkt damit, dass die ganze Umwelt von den steigenden Bahnfahrten profitiert, weil somit mehr Leute klimafreundlich von A nach B kommen können. Und so lag der Start des 9-Euro-Tickets nur noch einen Monat entfernt. Und eine Person macht einen schwerwiegenden Fehler. Das größte Problem, was die Bahn hat, ist meiner Meinung nach die Privatisierung. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Aber ich stecke auch nicht tief genug in der Materie drin. Ich weiß nicht, was da alles schief läuft. Aber es lief mal alles nicht so schief. Der Pressesprecher von Sylt namens Moritz Luft sah, dass das 9-Euro-Ticket nun offiziell beschlossen wurde und sagte der deutschen Presse, dass die Touristeninsel Sylt ressourcenmäßig nicht optimal für das 9-Euro-Ticket ausgerüstet wäre, man sich vor einem Ansturm zu vieler Touristen fürchten würde und die Leute doch möglichst auf andere Reiseziele ausweichen sollten. Und so wurden in den kommenden Tagen zahlreiche Artikel veröffentlicht über den einzigen Ort in Deutschland, der den Medien vermitteln möchte, dass er Angst vor zu vielen Besuchern haben würde. Und um darauf Folgendes zu erklären, brauchen wir einen kurzen Ausflug in die Verhaltenspsychologie. Der sogenannte Streisand-Effekt besagt, dass man bei dem Versuch, eine Information oder Tat zu unterdrücken, genau das Gegenteil erzielt. Zurückgehend auf die Schauspielerin Barbara Streisand, die 2003 einen Fotografen anklagte, der ein Foto ihres Hauses ins Internet stellte. Jeder hat's gesehen. Da gibt's aktuell hier auch einen Fall vom Streisand-Effekt. Hier in Deutschland ist da aktuell, also gerade in der Streamer-YouTube-Szene ist da gerade so ein Fall. Da geht's gerade um, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, um die Belästigung, ja, die Belästigung zwischen Skyros und Churioka. Da wurde sich beschwert, dass jemand quasi von oben in den Ausschnitt gefilmt hätte, ja, und pipapo, ich fasse das jetzt alles mal nicht zusammen. Bitte nicht, nee, keine Sorge, ich fasse das wirklich ganz objektiv zusammen. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dadurch, dass das jetzt passiert ist, haben einfach alle dieses Video gesehen. Und worauf haben alle geachtet? Ob in den Ausschnitt gefilmt wurde. Und das ist der Streisand-Effekt komplett in Aktion. Also komplett in Aktion. Ja, es ist absurd. Oder ansonsten das ganze Thema, Ich hab die letzten Tage auch viele Videos dazu gesehen. Wir machen das Fass mal nicht auf, aber Alter, ich hab in letzter Zeit so viel geballte Dummheit gesehen. Und so viele abstruse Konstrukte und Junge, ich kann es mir nicht mal ausdenken. Es ist völlig absurd. Machen wir weiter. Die 2003 einen Fotografen anklagte, der ein Foto ihres Hauses ins Internet stellte. Das Ganze bekam eine riesige mediale Aufmerksamkeit und jeder Mensch wusste plötzlich, dass dieses eine Bild ihr Haus in Kalifornien zeigte. Ein Bild, was davor von gerade mal 6 Menschen runtergeladen wurde. Auch genannt schlafende Hunde wecken. Sei es Beyoncé, die auf der Bühne in einer sehr unglücklichen Pose von einem Fotograf abgelichtet wurde und daraufhin dann das Bild aus dem Internet entfernen lassen wollte, nur damit diese Bitte dann von hunderten Medien aufgegriffen wird und es auf anderen Social-Media-Plattformen zum lang bestehenden Meme des Jahres wurde. Ach, das Internet. Oh, dieses Internet. China, die auf ihren Social-Media-Plattformen das Wort Winnie Pooh banden, nachdem zahlreiche Leute den Präsidenten von China mit der jahrealten Cartoon-Figur aus den 70ern verglichen. Seid ihr hier auch Gefangene? Ein paar Leute haben behauptet, Hu sehe aus wie der chinesische Präsident. Oder das Weiß-Magazin, welches Leute im Internet ernsthaft darum bat, doch bitte keine Memes aus dem politischen This is America Musikvideo zu machen. Wow, was kann da schon schiefgehen?
Also Leute, sendet auf keinen Fall Fußbilder an diese E-Mail. Und jetzt nehmen wir den Artikel mit der Aufschrift Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern, der ganz unschuldig an einem sonnigen Mai-Nachmittag seinen Weg in das große und weite Internet fand. Oh. Ticket kaufen? 9 Euro. Henrietta und Justus die Sommerfrische verderben? Unbezahlbar. Und ab hier gab es kein Zurück mehr. Der Artikel verbreitete sich auf einmal. Ist das so passiert? Das wusste ich gar nicht. Ich hab die Anfänger gar nicht, warum jetzt anderen aus Sylt sind, rüber sind, habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, krass. Mal auf Twitter wie ein riesiges, unaufhaltbares Lauffeuer. Und so wurden in Höchstgeschwindigkeit zahlreiche Memes erstellt über den bevorstehenden Sylt-Ansturm. Wirklich alles war dabei. Der Kampf um Mittelerde wurde plötzlich zum Kampf um Sylt. Die riesige World War Z-Zombie-Horde an Proleten, die Sylt stürmen werden. Sylt 2022 wird das Festival des Jahrhunderts. Der Zug mit den Leuten, die nach Sylt fahren, um dort reiche Menschen zu essen. In das deutsche Area 51, um auf der Insel BWL Justus zu befreien. Gisela und Harald, wie sie ihren Strandkorb vor Proleten verteidigen müssen. Die Buben und ich auf dem Weg mit 5 Nuller Dosenbier, um dort reiche Menschen zu belästigen. BOV, du fährst nach Sylt. Sylt, ich komme! Okay, ich muss ganz nochmal fragen, lebt hier gerade jemand, also ist jemand aus dem Chat gerade, der auf Sylt lebt und das mitbekommen hat, oft von der anderen Seite aus? So diese paar Tage Anarchie quasi, Party und Anarchie. So, nicht nö schreiben, sondern ich frage ja, ob die Leute da leben. Da bringt es nicht nö zu schreiben. Weißt du, das hilft nicht. Nee, aber ich war einer von den Assis. Auch schön. Keiner unserer Zuschauer wohnt auf Sylt. Sollte mir das zu denken geben oder ist das gut? Ich glaube, das ist gut, oder? Eigentlich. Seit dem 9-Euro-Ticket lebe ich hier. Kann mich jemand abholen? Hast dich am Strand, am Sand festgeklebt? Boah, jetzt, wo ich das gucke, wäre ich auch gern dabei gewesen. Weiß ich nicht. Okay, na gut. Das, ja. Die ganzen Ja's hat Gronkh überlesen. Ich habe gar kein Ja gesehen. Hä? Ein paar schrieben ja. Aber wie war das denn dann? Also war das wirklich so schlimm? War da wirklich die ganze Insel so, war alles voll mit Party und laut und saufen und alles? Nächstes Community-Treffen auf Sylt? Guck einfach weiter. Okay, kommt alles noch. Okay, gut, ich bin schon wieder zu ungeduldig. Alles klar, Entschuldigung. Ich dachte, ich frage mal ein paar Sylter hier. Entschuldigung. BOV, du fährst nach Sylt. Sylt, ich komme. Zahlreiche Starter-Packs, Festival-Flyer und To-Do-Listen wurden für den heraufbeschworenen Sylt-Urlaub gepostet. Zahlreiche Boomer erhoben ihre Hände und leisteten ihren Beitrag mit viel zu vielen Kermit der Frosch-GIFs und Lach-Emojis unter den Twitter-Beiträgen. Hashtag Sylt landete erstmals in den Twitter-Trends. Und plötzlich machte sich die Deutsche Bahn über die Sylt-Idee lustig. Eine Stunde danach folgte dann der offizielle Arte-Twitter-Account. Dann Dr. Oetker. Für Kuchen und Sylt. Einfach Dr. Oetker. Und dann schrieben die Mainstream-Medien Artikel darüber, dass Leute mit dem 9-Euro-Ticket Sylt stürmen werden. Sylt einfach geilere Party als Feierfestival. Inklusive satirischen Postillon-Artikeln, die behaupten würden, die Sylter hätten den Bahndamm bereits gesprengt, um Touristen fernzuhalten, oder die Züge wären bald mit Sitzen auf den Dächern ausgestattet, um mehr Platz zu schaffen. Und Tage später war dann das ganze Internet voll damit. Voll mit neugeborenen Memes, welche sich über die Tage durch jegliche Social-Media-Plattform zogen, oder Fernsehsender, die zeigten, wie man am besten mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt kommt. Viele befürchten, dass mit dem 9-Euro-Ticket ab morgen das hier eintreffen wird. Und am 1. Juni 2022 war es dann schließlich soweit. Das 9-Euro-Ticket ging live auf jeglichen Servern in Deutschland. Doch erstmal Werbung. Endlich der berüchtigte Cola-See. Stopp! Hier trinkt keiner ungesunde Softdrinks. Trink lieber aus der Air-Up-Flasche, dann hast du endlich Wasser mit Geschmack. Air-Up! Oh nein, ich habe aus Versehen Air-Down getrunken. Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich wache wieder auf und auf einmal ist die Werbung zu Ende. Um Gottes Willen.
Bereits am ersten Tag des 9-Euro-Tickets wurden 1 Million Tickets erworben. Die Server der Deutschen Bahn sind nonstop abgestürzt und schon um 8 Uhr morgens sitzt die erste Person auf einem Bierkasten am Bahnhof vor Sylt und besäuft sich. Doch was passiert eigentlich, wenn man Bahnfahren für ganz Deutschland einfacher zugänglicher macht? Richtig, die Leute fahren mehr Bahn. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom 9-Euro-Ticket... Die Deutsche Bahn ist von allem überrascht. Vom Sommer... jedes Jahr, vom Winter jedes Jahr, wahrscheinlich auch vom Frühling, vom Herbst, da kriegt man es nicht so mit. Von Blättern auf den Gleisen, von einem Zweig auf den Gleisen, davon, dass Gleise da sind, davon, dass es vielleicht noch Weichen gibt, die eventuell in der Wartung kosten, davon, dass man vielleicht pünktlich kommen könnte, dass Leute sich beschweren darüber, dass Züge zu spät kommen, ist man auch immer regelmäßig überrascht, ja, oft aber zu spät. Von Zügen sind die auch überrascht, glaube ich, manchmal vielleicht. Und dann natürlich auch von Bahngästen. Wenn man viele Bahngäste hat, das ist man vielleicht auch inzwischen nicht mehr so gewohnt. Aber da würde ich die Überraschung sogar noch abnehmen, dass dann plötzlich viele Bahngäste da sind. Bei 9 Euro hätte man sich natürlich denken können, aber vielleicht ist da schon die Liturgie einfach drin so, kommt ja eh keiner. Aber das Personal ist häufig sehr freundlich. Das Personal kann auch nichts dafür. Also ich habe... glaube ich, noch nie unfreundliches Bahnpersonal. Nur, also genervtes ja, wenn immer wieder gefragt wird, immer wieder gefragt wird, immer wieder gefragt wird, irgendwann, klar. Aber unfreundliches habe ich noch nie getroffen. Unfreundliches Bahnpersonal ist mir noch nie untergekommen. Ja, gibt's bestimmt, aber habe ich noch nie gehabt. Und dann ist immer die Frage, warum sind die unfreundlich? Wahrscheinlich, weil sie gerade genervt sind von irgendwas. Wahrscheinlich vom gleichen Thema, von dem ihr gerade genervt seid, weil die müssen es ausbaden immer. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom 9-Euro-Ticket verkündigten sie, dass die Bahn nicht auf die bevorstehenden Menschenmengen vorbereitet wäre und sie keinerlei Kapazitäten mehr übrig hätten. Warum nicht? Die Bahn selber spricht von einer stabilen Lage deutschlandweit. Stabil, Bruder. Genervt, frustriert, verspätet und immer noch nicht. Und aus Indien. Und ich darf das sagen, in Indien gibt es, glaube ich, nur 4 Bahnlinien, ne? Ich glaube, in Indien gibt es nur 4 Bahnlinien, deswegen sind immer diese überfüllten Züge, überfüllten Bahnsteige und so weiter. Und die haben auch keine, ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, haben die keine Belüftung. Die fällt immer aus, überraschend. Nee, die haben da immer so Ventilatoren an der Decke und die bringen die Temperaturen da nicht raus. Ist das schon so oder wird das noch gemacht, dass die jetzt 4 weitere Bahnlinien in Indien bauen? Hat gerade nichts mit dem Thema zu tun. Überhaupt gar nichts. Aber mir fiel es gerade wieder ein. Ich glaube, die kriegen 4 weitere Bahnlinien zur Entlastung der anderen 4. Das wird nicht viel bringen, aber schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Die Tür vorne rechts geht nicht mehr zu. Ich komme auch nicht raus. Überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge, abgewiesene Passagiere. Stabilen Lage. Die Bahnhöfe waren auf einmal voller Leute mit 9-Euro-Ticket in der Tasche, die plötzlich irgendwo mit dem Zug hinreisen wollten. Dabei waren genervte Pendler und Arbeitende, die eh mit dem Zug fahren mussten. Rentnergruppen, die mit orangenen Warnwesten und ihrem super neuen X3S-Tracking-Bike mit 5 Flaschenhaltern und Rückspiegel plötzlich eine Fahrradtour quer durch Deutschland machen wollten. Personen, die mit ihren kiloschweren 5 Koffern, bewaffnet mit Chibo-Survival-Ausrüstung und 13-mal Zug umsteigen, in den Urlaub fahren wollten. Nicht ohne meine Steinsammlung! Die klassischen Ballermann-Touristen, die einfach nur zum Saufen dabei waren. Wie lange seid ihr denn schon? Der Typ, der nach 3 Sekunden sein MacBook Pro inklusive WLAN-Router und Spielkonsole auspackt. Look at this fucking bullshit! Der Passagier, der bereits eingeschlafen ist, bevor die Bahn überhaupt losgefahren ist. Und natürlich die Leute, die einfach nur mit dem Zug fuhren, weil man jetzt billiger mit dem Zug fahren konnte. Es kommt zu teils chaotischen Szenen. Viele Deutsche nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Die Züge kamen teilweise so voll an, dass kein einziger Mensch mehr einsteigen konnte und die Bahngleise füllten sich mit Menschenmassen. Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken. Züge waren teilweise sogar zu voll, um überhaupt weiterzufahren und Menschen fingen an den Bahnhöfen ihre Zelte aufzuschlagen, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben oder sich um Sitzplätze zu prügeln. So lange, bis die Polizei kommen musste, um die Leute entweder gewaltsam aus den Zügen zu entfernen oder den Mitfahrern deutsche Bahngutscheine anboten, wenn sie dafür aus dem Zug steigen würden, um Platz zu schaffen. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, dann entscheidet die Polizei aussteigen. Eltern mussten ihre Kinder in einigen Fällen oben auf die Gepäckablage legen. Was? Berichte von zahlreichen Leuten, die bei der Hitze einfach umgekippt sind und das Bewusstsein verloren. Schlagzeilen von Frauen und Kindern, die sich in den Regionalzügen in die Hose machten, weil die Toiletten überfüllt waren. Ich habe all mein Geld verloren. Und die Leute, die im ICE saßen und sich alles von außen anschauen konnten,
hatten, hatten währenddessen die Zeit ihres Lebens. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmin-Tees zu euch? Bilder von zerstörten Zügen machten in Social Media die Runde. Doch keine Sorge, das waren nun mal wieder Fußballfans. Und ironischerweise haben viele Leute wieder angefangen, das Auto zu benutzen, weil die Züge so extrem voll waren. Gut gemacht, wir haben den Klimawandel verwirrt. Und je mehr Tage vergingen, desto angenehmer wurden auch die Zugfahrten. Leute haben von A bis Z wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das Leben irgendwie leichter zu machen. Es wurde mehrfach gegrillt im Zug und das Bier durfte natürlich auch nicht fehlen. Sausheide! Die verschiedensten Tiere sind im Zug mitgefahren, also wirklich alle Tiere, die irgendwie noch Platz fanden. Und falls du den Zug nehmen wolltest, er sich aber verspätete, kann das natürlich am 9-Euro-Ticket liegen. Oder an der Frau, die sich dazu entschloss, einen Spaziergang auf den Gleisen zu machen, weil ihr Zug nicht kam und dafür sorgte, dass zwei Züge eine Vollbremsung machen mussten. Insgesamt 58 Züge kamen dadurch zu spät. Der Typ, der mit seinen Freunden eine Pizza an den nächstliegenden Bahnhof bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür blockierte, damit er eine Pizza im Zug essen kann. Wann Dr. Oetker Pizza im Bordbistro, um solche Vorfälle zu vermeiden. Manche Leute einfach mit dem Arschtritt aus dem Zug. Also einfach mit dem Arschtritt aus dem Zug. Ich verstehe, die Idee an sich ist geil. Ja, Pizza an den nächsten Bahnhof bestellen, eigentlich eine geile Idee, wenn die auf dich wartet und die entgegennimmst. Aber Alter, Tür blockieren für eine Viertelstunde, um auf deine Pizza zu warten, ganz ehrlich. Ja, Körperverletzung. Direkt in den Schuh ins Kreuz. Oder einfach, das wäre Körperverletzung, oder einfach an den Bahnhof kleben. Einfach an den Bahnhof kleben. Ihr habt recht. Ja, manchmal glaube ich, Pizza im Zug essen kann. Wann Dr. Oetker Pizza im Bordbistro, um solche... Manchmal glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die Vermutung, dass der Döhler den Dr. Oetker Pizza-Account betreibt bei Twitter. Ich glaube, das ist der Döhler. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, es ist der Döhler. Habe ich schon ein paar Mal gedacht. Und immer, wenn ich dann... Bin mir fast sicher. Bin mir fast sicher. Wäre auf jeden Fall legendär. Die Vorfälle zu vermeiden. Der Mann, der dachte, dass man mit dem 9-Euro-Ticket auch bei Güterzügen mitfahren kann und einfach so in einen Kohletransporter bis nach Magdeburg fuhr, nur um dann dort von der Polizei gefasst zu werden. Hey, TTIP ist TTIP. 12 Züge hatten dadurch eine Verspätung. Oder weil sich zwei Männer wegen eines Sitzplatzes geprügelt haben. Oder... Das ist Körperverletzung, das dürfen die nicht. Das ist Körperverletzung. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst, ja? Weil sich zwei Männer wegen eines verschütteten Kaffees geprügelt haben. Das ist Körperverletzung, das dürfen die nicht. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Das ist Körperverletzung. Flutwelle, die die Ausgänge und Elektronik am Bahnhof lahmlegte. Irgendjemand seinen komplett fremden Zug bei Würzburg abstellte, bei dem kein Unternehmen wusste, wem er gehört. Klar, jemand hat wohl aus Versehen seinen eigenen tonnenschweren Güterzug abgestellt. Das ist Körperverletzung. Passiert doch das dürft mal. Ihr nicht. Also, die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Und dann gibt es natürlich noch die Geschehnisse um Sylt herum. Moin Moin und herzlich willkommen auf dem Sylt-Shuttle. Nun, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Idee Sylt zu stürmen auch eine sehr große Popularität auf Reddit bekam. Mm. Und um zu verstehen, warum jede verrückte Geschichte erst beginnt, sobald Reddit davon hört, brauchen wir erstmal einen kleinen Crashkurs für Reddit Deutschland. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Man's on Reddit every time they talk be like Sauerkraut, Autobahn, Currywurst, Blitzkrieg, Brezel. And it's fucking hilarious. In jedem deutschen Subreddit herrscht die ungeschriebene Regel, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss. Shitposting wird Scheiße frustrieren genannt. Memes heißen Maymays. Ah, fick, hier gehen wir erneut. Und falls du mal wieder das Gym am Hitten bist, und dann hast du eigentlich nur das Gymnasium geschlagen. Natürlich gibt es da in deutscher Manier auch eine ganze tabellarisierte Legende für. Und so gibt es für fast alles einen Subreddit. r/Mauerstraßenwetten, falls man versucht, auf schnellstmögliche Weise wieder sein Geld zu verlieren. Asymmetrisches Eierpattern bei GameStop, muss ich wohl weiterarbeiten gehen. Schade. r/IIL, um einfach nur Memes zu posten. Josef, wir müssen kochen. Okay, Brudi Mongo, falls man ein... Ich IIL übrigens kommt von MeIRL, war das, glaube ich, ne? Oder wie heißt das, die englische Version davon? Warte mal. Und IEL steht dann quasi für im echten Leben. Ich im echten Leben. Genau. Wir müssen kochen. Okay,
okay, Brudi Mongo, falls man einen etwas höheren Anspruch bei Memes hat. Auch schön, ich bin über 40 und lustig. Dresden. Galigrü, euer Günther. Bum, bum, bum. Oder jegliche Subreddits für die verschiedensten Städte in Deutschland, die eigentlich nur dafür da sind, um sich über die eigene Stadt lustig zu machen. Hey Leute, was war in eurem Adventskalender drin? Und falls man aus Versehen mal doch auf Englisch schreibt, wird man sehr liebevoll mit einem Sprich Deutsch, du Hurensohn darauf hingewiesen. Und sobald Deutschland auf Reddit nur für 0,3 Millisekunden in einem internationalen Subreddit zu sehen ist, oder man sich auf Reddit mal wieder über die deutsche Sprache lustig macht, haha, ihr nennt das wirklich Mutter, oh mein Gott, ist die Kommentarsektion in Höchstgeschwindigkeit Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und alle englischen Kommentare werden sofort runtergevotet oder bestückt mit einem Sprich Deutsch, du so. Selbes wird auch gerne in den Kommentarbereichen auf YouTube gemacht oder wenn man bei r/plays als Streamer auf die glorreiche Idee kommt, sich mit den Deutschen anzulegen. What is this? Sprich du? Germany, I was not, listen, I did not want to... Sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder hier eine etwas ältere Geschichte, hier das Verhalten der deutschen... Peinlich, du darfst das nicht ganz so ernst nehmen, das darfst du wirklich nicht ernst nehmen. Also Reddit ist im Grunde genommen ein großer Spielplatz. Reddit-User sehr gut verdeutlicht. Am 5. August 2019 postete ein holländischer User ein deutsche verspottendes und auf holländisch geschriebenes Meme in Deutschlands größten Meme-Subreddit ich.iel. Sorry, ich verstehe kein Frikadellenbrötchen. Die Deutschen waren empört darüber und wehrten sich daraufhin in typischer Manier mit ein Dutzend deutschen Memes im holländischen Meme-Subreddit ich.ihe. Jo, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa postete im Anschluss darauf dann ein Meme, das zeigte, dass die durchschnittliche Penisgröße in den Niederlanden um 1,39 cm größer ist als die der Deutschen. Lol, hier sind meine 3 cm, also weniger schlimm als dort. Und der deutsche Redditor B. Dominik war nach diesem Meme sehr wütend, warum auch immer, und postete eine Kriegserklärung an die Holländer im deutschen Subreddit und kündigte die Operation Blitzkrieg an, bei der das ganze holländische Subreddit mit Scheißepfosten geflutet werden sollte. Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Meme. Ist er, ne? Hab ich doch, ja. Tja, moin. ...blutet werden sollte. Daraufhin gab es einen Prinz riesigen Puma, kennt ihr Hagel an Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfuck ist hier an der Hand? Bis der Holländer namens Chad van der Kok ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das englische Subreddit namens Me in Real Life schossen. Und dieses Meme war ein Friedensangebot. Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Habt ihr Bedalo-Memes? Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits der Welt gemeinsam mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand der Ginbank van Ultburg nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Und am nächsten Morgen wachten die Amis auf und das ganze Subreddit sprach plötzlich 2 komplett andere Sprachen. Die Leute sahen etwa das Äquivalent zur Minecraft-Enchantment-Sprache, hatten plötzlich extreme Angst vor dem mysteriösen Buchstaben Ö. 28 Tage bezahlter Urlaub. Das metrische System. Celsius. Everything seems to be in Dutch or German. What the fuck is happening? Deutsche und Niederländer, wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist er heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich, wie ich alles hochvote, obwohl ich kein einziges Wort verstehe. I'm doing my part. Nederland zu Pannen. Pannenkuchen, Pudemorgen. Ja, Pannenkuchen. Konnten den Subreddit für gefühlte 2 Wochen nicht mehr benutzen, weil alles englischsprachige runtergevotet wurde. Oder auf jegliche Versuche ein Sprich-Deutsch-Hurensohn folgte. Oh mein Gott, er wurde ermordet. Und das polnische Subreddit hatte aufgrund der deutschen Invasion plötzlich ganz schön Angst um sein Leben. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Oh nein, die Schnitzel kommen. Und dann gibt es noch den Mittwochsfrosch, der ursprünglich eigentlich aus dem Amerikanischen kommt. It is Wednesday, my dudes. Und durch den User I Fuck Your Mama vor 6 Jahren ins Deutsche geholt wurde, nachdem er eine Oktoberfest-Version von dem Breitmaulfrosch postet. Ein Disney der übrigens wirklich sehr interessante Geräusche von sich geben kann. Ah,
Oh, wie süß. Und ab da war der Frosch offizielles deutsches Staatseigentum. Mittwoch. Seit Jahren läutet der User Small Lebowski den Mittwoch mit einem neu gezeichneten Bild von den Fröschen ein. Mal mit passendem Bezug zum deutschen Zeitgeschehen, mal mit Anspielungen auf Spiele oder Serien. Hey, ihr da, es ist endlich Mittwoch. Und manchmal ist es einfach nur Kunst. Und das jedes Mal mit der Aufschrift, es ist Mittwoch. Meine Kerle. Und dann gibt es noch die nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker? Von Standorten wie den sieben Weltwundern bis zu den höchsten Bergen der Welt, einer beliebten Netflix-Serie oder in die Fotos von Influencern, die anscheinend relativ bekannt sind. Kein Plan, wer das ist. Nett hier, aber waren sie schon mal am Esslinger Bahnhof? Hey Sauron, warst du eigentlich mal in Baden-Württemberg? Wir sehen also, Reddit Deutschland bietet den absolut perfekten Nährboden für Aktionen wie, hey, Leute, lasst uns alle Sylt mit dem 9-Euro-Ticket stürmen. Erst machte die Idee die Runde im deutschen Meme-Subreddit. Dann wurde der Subreddit Sylt51 erstellt, wo taktische Pläne und Karten sehr aufwendig mit Windows Paint erstellt worden sind. Also wir haben einmal im Norden von Sylt die sehr populäre Reggae-Bucht. Etwas weiter südlich gibt es dann Brüll ohne Noten, um Leute zu verärgern. Und dann kommt hartes Metall und ich bin mir sicher, da soll einfach nur schweres Eisen rumliegen. Und natürlich im Osten das errichtete Lager für Nachschub. Und die Pedalo-Fahrer fahren auf den Zügen über den Hindenburg-Damm im Osten und die 5-0er-Dosenbier-Lieferung über das Schiff kommt vom Norden. In deutscher Manier wurde auch in Höchstgeschwindigkeit der Ort ermittelt, der die kürzeste Distanz zu den drei Grundbedürfnissen Aldi, Burger King und Toilette gewährleistet. Natürlich gab es auch einen passenden Nettier-Sticker zu Sylt. Immerhin muss man ja auch Spuren hinterlassen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Warum eigentlich Sylt? Nun, Sylt ist eine kleine, aber feine Insel und liegt im Norden von Deutschland, deutlich abgeschottet von dem Rest der Bevölkerung und ist somit nur mit dem Zug über den wunderschönen Hindenburgdamm zu erreichen. Verpiss dich, Möwe! Und falls du zufällig einen Privatjet rumliegen hast. Doch im allgemeinen Sprachgebrauch ist Sylt bekannt dafür, die Insel der prominenten, schönen und reichen Menschen zu sein. Deswegen war ich noch nie da. Ich habe immer viel davon gehört und ich kenne auch Leute, die mal da waren, aber selber, ich war noch nie auf Sylt. Und irgendwie, ich stelle mir einfach, ich weiß es nicht. Ich stelle mir einfach vor, wie Justus und Marianne mit so übergeworfenen Tennispullovern da rumlaufen und Champagner trinken den ganzen Tag. Also woran liegt es denn? Ich habe einfach nie Interesse. Also Sylt hatte ich nie Interesse daran dahin. Keine Ahnung. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist mir auch zu spießig. Ich meine, ich habe ein paar Sachen, wo ich gerne spießig bin. Ja, ich mag so ein paar spießige Eigenarten. Das ist jetzt nichts Schlimmes und so. Aber ich glaube, da ist es mir einfach zu spießig. Junge, Junge, das ist aber, der hat aber geschnitten wie ein Weltmeister, der Kollege. Vor allem diese ganze Reddit-Erklärung, ne? Diese ganze super ausufernde Reddit-Erklärung, nur um einen Punkt zu machen. Einfach, hä? Okay. Ein beliebter Spaß bei Touristen ist hier das Porsche-Zählen. Wohlhabende kaufen sich für riesige Summen ihre Häuser dort, spielen Poloturniere mit anderen Reichen oder Politiker, die sich mit Bundeswehr-Hubschraubern dorthin manövrieren lassen, um einfach nur ein bisschen Urlaub am Strand zu machen. Die teuersten Autos werden dort gefahren. Und falls du nicht mindestens 4 Uhren an deinem Handgelenk trägst, müssen wir dich leider mit Geldschein bewerfen. Ja, ich lasse mein Kapital für mich arbeiten. Man kann also gut nachvollziehen, warum ausgerechnet Sylt als Ziel gewählt wurde. Und so wie es kommen sollte, kehrten am ersten Tag des 9-Euro-Tickets bereits am frühen Morgen die ersten Leute auf Sylt ein. Und zwar Punks. Eine Gruppe von Asozialen und Pöblern, die einfach nur da waren, um Chaos zu stiften und sich vor den Gesichtern der Reichen zu betrinken. 500 Punks erobern die Insel der Besserverdienenden. Wenn es zum Atomkrieg kommt, dann kommt es von der japanischen Seite. Du bist mit dem 9-Euro-Ticket. Jawohl. Best. Die Reichen abfahrten, ein bisschen hier saufen, aber keinen Stress machen. Nein, ihr Fotzen! Wollt ihr schon gelacht, aber? Kim Jong-un, Kim Jong-un! Was? Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Hallo!
Wir sind angekommen auf Sylt. Da mal mit einem Magneten durch die Menge laufen. Die anliegenden Restaurants und Läden verloren durch das plötzlich komplett andere Klientel sofort an Besuchern. Und Sylter fing an, für die nächsten Tage die komplette Gegend, die zufällig auch genau das Stadtzentrum war, zu meiden. Gucken Sie sich den Kaufmann mal an. Wer geht denn da jetzt noch rein? Die Punks haben sogar vor dem 9-Euro-Ticket Bier zu den naheliegenden Amazon-Lockern auf die Insel bestellt, damit sie es nicht im Zug transportieren mussten. Wie gut organisiert bitte? Hä? Wie smart einfach. Gepinkelt wurde in den Brunnen und um Geld wurde halt eben gebettelt. Innerhalb von 2 Tagen waren knapp 600 Euro. Und natürlich kam auch die andere okay, ciao. Masse an angekündigten Menschen in Sylt an, die einfach nur Lust hatte zu feiern. Sylt, willkommen, Sylt, willkommen. Trinkspiele auf der Promenade, wo sonst Familien flanieren. Aufs Festland zu wollen, dann kann es natürlich ein bisschen chaotisch werden hier. Je später der Abend, umso ausgelassener die Stimmung. Und ich bin Tom und ich bin auch 18 Jahre alt. Ich bin auch hier auf Sylt. Hey, Tom, ja. Wir machen Meile jetzt auf Sylt. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, nach Sylt zu fahren, wenn Sylt nicht so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht haben. Wo seid ihr Idioten? Die Anwohner von Sylt waren nicht glücklich über die neu dazugekommenen Besucher. Ja, ich finde es eigentlich schon katastrophal. Oh, ihr Scheißwichser! Komm mal, was machst du da? Die hängen hier rum auf Staatskosten, machen nur noch Schaden. Es waren nicht die tausenden Menschen da, die eigentlich cool angekündigt, aber große Rekorde zu brechen, war auch niemals das Ziel. Geschlafen wurde in Zelten oder Schlafsäcken auf den Dünen oder einfach bei warmem Wetter am Strand. Man buddelte Löcher am Sand, um seine Dominanz zu zeigen und neben einem Gruppenbild mit allen Beteiligten, die da waren und vielen unterschriebenen Schildern als Erinnerung an die gute Zeit, hisste man eine Plastiktüte, um allen Reichen zu zeigen, dass Sylt endgültig von dem niedrigeren Volk erobert wurde. Und als Friedenserklärung zwischen den Punks und den Redditern wurde sich in guter Manier in das pinke Prinzessinnen-Freundebuch eingetragen. Ja. Mein Wunsch für die Zukunft ist Anarchie. Kiffen, 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 kiffen. Mein Lieblingsschulfach. Phineas und Ferb. Mom. Mein Foto, meine Unterschrift, meine Hobbys sind saufen, saufen, am Kindergarten chillen, saufen. Und nach einiger Zeit ist die meiste Masse an Menschen wieder weggefahren. Doch es gab noch ein Problem. Die Punks hatten vor zu bleiben. Immerhin waren sie die einzigen, die nicht zurückfahren mussten, um wieder arbeiten zu gehen. Und da sie keinen Platz zum Schlafen hatten, wurde erstmals auf der Straße übernachtet, bis die örtliche katholische Kirche den Punks anbot, auf der Wiese vor dem Gotteshaus zu schlafen, mit der Bedingung, dass die Punks jeden Morgen aufs Neue beim örtlichen Gottesdienst antraten. Wir haben uns alle heute hier versammelt, um über unseren Lord und Retter Jesus Christus zu sprechen. Und so wurde am naheliegenden Park ein Camp errichtet, in dem die Punks die nächsten Monate die Insel... Oh, Jules sagt auch Kirche? Ja, sehr gut. Es heißt ja auch Kirche. Kirche, Leute. Kirche mit Ö. So wird's gesprochen. Endlich mal vernünftige Leute hier. Und so wurde am naheliegenden Park ein Camp errichtet, in dem die Punks die nächsten Monate die Insel aufwerten sollten. Aufkommende Meinungsverschiedenheiten werden schnell nonverbal geklärt. Heute liegen da die Punks. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es ist nicht sauber. Doch eigentlich wurde nur den ganzen Tag rumgegammelt und Musik gehört. Ein Punker hat sich aus Versehen mit Desinfektionsspray besprüht und dann selbst angezündet. Es ist der Teufel! Und die Leute vom Camp bekamen sogar Besuch. Ein Politiker fuhr mit Polohemd zum Camp und führte mit ihnen Diskussionen oder machte den Punkern Jobangebote, was jedoch eine sehr geringe Resonanz bekam. Oder Gregor Gysi, der eine große Debatte anzettelte und versuchte, die Bewohner von Sylt und die Punks auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Kriegt ihr 50 Euro. Nichtsdestotrotz gab es über die nächsten Wochen insgesamt 450 gemeldete Ruhestörungen, wodurch der Initiator vom Camp dann später 10.000 Euro blechen musste. Und nach einiger Zeit wurde das Camp dann von der Polizei geräumt. Unverzüglich zu räumen. Die Punks hatten jedoch angekündigt, wiederzukommen. Und um das zu verhindern, baute die Gemeinde Sylt über die nächsten Monate eine riesige Kunstinstallation mit Wikingerschiffen, Statuen und gigantischen Blauwalen, die in der Nacht Wellengeräusche und Walgesang von sich geben sollen. Sie gemeint als defensive Architektur, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Können ja auch Reißzwecken auf der Wiese überall verteilen, geht ja auch. Und das ist besser? Die lauten Geräusche sind jetzt besser? Gesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive Architektur, um ungebetene Gäste fernzuhalten.
Selbes wird übrigens auch am Hamburger Bahnhof mit klassischer Musik gemacht, um Junkies und Drogensüchtige abzuschrecken. Okay, dann spritze ich mir halt kein Heroin. Und so ich muss jetzt nicht erstmal Beethovens Fünfte spielen, dann spritze aus dem Arm. Oh, okay, jetzt bin ich vernünftig. Das verstehe ich nicht. Wie soll das denn mit klassischer Musik funktionieren? Junkies und Drogensüchtige abzuschrecken. Okay, dann spritze ich mir halt kein Heroin. Und somit ging auch langsam das 9-Euro-Ticket zu Ende. Und der deutsche Nahverkehr kehrte wieder mit den gewohnten 15 Minuten anstatt 40 Minuten Verspätung zur Normalität zurück. Deutsche Fahrscheinkontrolleure standen wieder um pünktlich 0.01 Uhr mit dem Kiezblock in den Zügen. Und von ca. 83 Millionen Einwohnern in Deutschland haben ungefähr 50 Millionen Menschen das 9-Euro-Ticket benutzt. Der Klimaaspekt war jetzt nicht so groß, dass in der Stadt wieder Dschungelpflanzen anfingen zu wachsen. Jedoch wurde durch das Experiment ein Stein ins Rollen gebracht, der Monate später in dem heute existierenden 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket münden sollte. Und somit geht die Zeit des 9-Euro-Tickets als wichtiger Bestandteil in die deutsche Internetgeschichte ein. Eine Geschichte, die zeigt, was eine einzige Schlagzeile so bewirken kann. Tja, welcher Mensch auf der Erde hätte wohl gedacht, dass mehr Leute Bahn fahren, sobald man das Bahnfahren billiger macht? Achso, das Ende kam jetzt aber sehr plötzlich. Also ganz ehrlich, eine halbe Stunde lang so unfassbar viele Schnitte, so unfassbar aufwendig, so unfassbar viele Ressourcen rausgesucht, so unfassbar viele Referenzen und so weiter. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Jules das macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Voll geil. Bin sehr, sehr happy, dass ihr mir den empfohlen habt. Sehr, sehr happy. Also sehr, sehr, sehr glücklich darüber. We'll be right back.